Keep Data. Gehe ich nochmal ein Stück weiter, bis wir in einem anderen Biom sind. Grasslands da. High Space. The goo feels right at home here. Nett. Dann müssen wir uns auf einen D-Orbit vorbereiten. Und ich sollte vielleicht noch das KOS-Programm umschreiben. Aber ich werde trotzdem... Also wir hatten ja das Problem, dass die Connection abgerissen ist, weil der Luftdruck die Antenne abgerissen hat. Und da war meine Idee, einmal das KOS-Programm und als zusätzliche Versicherung versuche ich so nah wie möglich an Mission Control zu landen. Da wir von daher automatisch bis auf 50 Kilometer, glaube ich, Verbindung haben. Und das könnte dann eventuell reichen. Nee, mehr als 50. Irgendwie 70 vielleicht. Irgendwie sowas. Genau, da müssen wir uns dann auch nochmal informieren, wie genau das dann ist. Kann ich von hier aus direkt irgendwo KOS öffnen? Und das hätte ich gerade wieder klein, dankeschön. Close. Das kann auch weg. Was ist das hier? Ach, wieder diese Informationen von der Umlaufbahn dann. Nein, kann ich nicht. Ich möchte dann einmal hier. Open Terminal. List. Heißt du nicht auch irgendeine Stadt auf Sylt? Was war das? Ich glaube FS, ne? Moment, edit fs.ks. Huch, scheiße, Punkt vergessen. If altitude is lower, dann stage save, exit. Dann drücke ich jetzt hier mal F5 zum Speichern. Das SGSS1. Okay, interessant. Damit müsste das Programm jetzt eigentlich auch funktionieren. So wie es sollte. Hallo, ich möchte gerne die Kamera drehen. Dann würde ich sagen, gehen wir bis hierher. Es braucht zwar dann wahrscheinlich wesentlich mehr, wie heißt das denn? Wesentlich mehr Letter V, um unseren Orbit zu verkleinern. Aber dafür haben wir dann wahrscheinlich eine bessere Kontrolle darüber, wo wir landen. Was war das? Ich hoffe, nichts Wichtiges. Dann möchte ich mich hier einmal... Okay, das ist noch nicht voll. Das hätte ich gerne vorher mal voll, nach Möglichkeit. Warum genau sind wir gedreht? Wenn ich mich so rumdrehe? Ja, guck mal an. Ist das nicht schön? So, das hat die Rotation gestoppt. Und damit müsste das jetzt, genau, die Rate ist jetzt höher. Dann würde ich jetzt nämlich ganz gerne da noch ein bisschen mehr Electric Charge bekommen. Weil wenn nämlich während dem Landen das Zeug ausgeht, dann ist es nämlich scheißegal, was wir machen. Wir werden nämlich so oder so abstürzen. Weil dann nämlich auch KOS nicht mehr operieren kann. Ja, dann würde ich sagen, Retrograde. Da dreht er sich ganz gemütlich. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ist Discard. Toggle, damit das Ding wieder eingefahren wird. Das Ding will immer noch nicht. Collect Radio Data. Require Complete. What? Signal Times, Started Warning Transmission. Okay, was? Keine Ahnung. Ich werde das Ding einfach wieder so landen. Und so eventuell. Das wäre jetzt ein sehr kleiner, ein sehr spitzer Einfallswinkel. Aber eventuell funktioniert es ja. Moment, wo ist Kerbin? Ach, da unten. Moment, dann aber so rumdrehen und das kommt wieder auf Q-Rotation, glaube ich. Und dann so rumdrehen? Nee, andersrum.
Da wir uns wieder mit den Paneln hier gen Sonne drehen können. So. Moment. So. Damit müsste es, glaube ich, jetzt auch gelöst sein. Und dann warpen wir wieder. Warp, warp. Ja, ein total komisches Wort. Warpen. Zumindest für die deutsche Sprache. Warte, wie lange dauert das jetzt? Circa eine Stunde, glaube ich. Oder ist es nur Sekunden, ne? Ja. Also eine Ingame-Zeit. Circa eine Stunde. Das ist echt flott. Muss ich schon sagen. Und wenn man mal so überlegt, die Zeit, die wir brauchen, um eine ähnliche Distanz zurückzulegen, ist echt abgefahren. Vor allem bei solchen Geschwindigkeiten. Ich meine, das ist jetzt circa... Was? Warte mal. Mach 1 sind circa 300 Meter pro Sekunde. Dann ist das schon echt schnell. Das sind schon abgefahrene Zahlen, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und wie hoch sind wir? Nicht hoch genug. Ich bin gerade überlegen, ob wir für den New Orbit jetzt schon mal abkoppeln sollen. Vor allem starte ich schon mal das Programm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Open Terminal. Wie ist das nochmal? Irgendwas mit T? Nee, FS, nicht TS. FS. Nee, warte. Run. Nicht RIM. Run fs.ks. So. Damit sollte das Problem jetzt mit der Connection auch gelöst sein. Theoretisch. Wie das praktisch aussieht, werden wir dann sehen. Das bedeutet, sobald wir unsere Altitude unter 8000 fällt, dann wird gestaged. Zumindest theoretisch. Ich bin ja mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ich kann ja schon mal noch mal ein bisschen abbremsen. Gucken, wo dann unsere Altitude hingeht. Nicht dahin, wo ich hin möchte. Scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, das funktioniert nicht so richtig, wie ich das mir das vorgestellt habe, hier mit in der Nähe von dem Kirby Space Center landen. Dann sagen, kommt das ab. Ich traue den ganzen nicht so richtig. Ja gut, doch, so. Da fliegt es hinfort. Dann kann das hier mal zur Seite und das hier wird retrograde gedreht. Ja. Eben damit immer schön diese Fläche in Flugrichtung zeigt. Okay, wir haben bereits die Atmosphäre betreten. Betreten, genau. Wir sind schon wieder in Atmosphäre drin. So um wird ein Schuh draus. Huch, nein, du bleibst da. Ich wollte die Kamera drehen. Das heißt, gleich bricht die Stange ab. Also, ach, die Stange genau. Die Antenne. Soll ich die vielleicht einfach mal einfahren? Deactivate. So. Damit wenigstens das Ding sicher ist. Upp, wir drehen uns. Also wir wackeln rum. Was gar nicht mal so gut ist. Oh oh. Warum tut es das? Das ist noch aktiv, wir haben Inductive Charge. Das ist scheiße. Weil dann hier die Teile in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und vor allem am wichtigsten auch der Fallschirm. Weil wenn das hier flöten geht, dann sind wir am Arsch. Dann auch der Fallschirm weg ist. Ach, geh weg. Das Overlay da. Ah, stimmt. Vielleicht ist der Winkel zu spitz. Oh ne, der versucht ja noch nicht mal was dagegen zu machen. Okay, scheiße. Warte mal, wie war das eigentlich? F11? Ja. Das Zeug wird, glaube ich, ziemlich warm. Scheiße. Scheiße. Oh ja. Was? Aeroforce. Shoot destroyed. Also das Ding ist kaputt. Oder? Ich weiß nicht. Es wirkt irgendwie... Oder? Sieht ein bisschen displaziert aus. Oder? Man sieht aber aus wie ein bisschen nach unten gerutscht. Irgendwie. Keine Ahnung.
Aber wir können jetzt auf jeden Fall testen, ob denn unser Programm funktioniert. 16.000, 14.000. Also wir werden auf jeden Fall den Eintrittswinkel wesentlich steiler machen müssen. Das ist schon mal sicher. Der Fallschirm sieht doch eigentlich noch voll in Ordnung aus. Warte mal, F11. Ja gut, die Hitze hat sich jetzt wieder normalisiert. Mehr oder weniger. Da nicht ganz gut aus. Ich meine, das Deployment ist theoretisch safe, genau. Wir sind auf 11.000. Hier ist irgendwie so ein komisches Kästchen hier. Wow, also hier ist eine Menge See. See, genau. Dieser See ist ein Ozean, Depp. 8.400, 300, 200, 100. Es hat funktioniert. Der versucht es, glaube ich, immer noch. Scheiße. Also, ich glaube, deswegen ruckelt es gerade auch ein bisschen. Ich glaube, er drückt gerade endlos Schleifen, also eine Endlosschleife, immer wieder die quasi Leertaste. Jetzt habe ich das gerade mal ein bisschen vorspule. Yep, da hört man es jetzt. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut für die Performance. Hahaha. Scheiße. Das klingt nicht gut. Alter, dieser Sound, ne? Scheiße. Oh, ein interessanter Sound. Öffnet der Fallschirm auf irgendwann mal? Ah, jetzt. Ah, hey, es funktioniert sogar überraschend gut. Ich bin positiv überrascht. Also mal ganz davon abgesehen, dass das Programm gerade total verrückt spielt, ist es in der Theorie nicht schlecht. Was? No connection to set command. Was, kann ich mal das Terminal öffnen? So, scheiße. Es würde mich mal interessieren, wie, warte, ich fange mal anders an. Es gibt eine Mod, mit der man, mit der man quasi, ich spule mal vor, mit der man IVA, ne, man kennt das ja, die Interior View von den bemannten Wesseln, kann man ja von innen steuern. Da gibt es eine Mod für, irgendwie Probe Control Room oder sowas in der Art heißt die. Würde mich mal interessieren, wie genau die Mod sich in Verbindung mit Remote Tech verhält, wenn man dann keine Connection mehr hat. Theoretisch werden dann auch die ganzen Statistiken über das Vehikel nicht angezeigt. Oder nicht mehr aktualisiert, je nachdem. So, noch 70 Meter. Jetzt bereue ich meine Unvoraussicht im Sinne des Programms, dass das nicht beendet wird, sondern etwas weiterläuft. Aber scheint ja nicht wirklich schlimm zu sein. Außer dass vielleicht die Aufnahme drunter leidet. Okay, der Nudel sieht man schon im Wasser. Okay. Kann ich? Ah, endlich. Puh. Gott. Es hat funktioniert. Ist das nicht geil? Yay. Geil, wir haben 54,2 Science bekommen. Das ist echt geil. Next. Und wir konnten 24.000 Pounds recovern. Das ist echt geil. Ableator. Ist das nur der Scheiß vom dem Teil von eben gerade? Sieht mir ganz danach aus, ja. Er hatte 19 Parts, 1 Resource recovered. 192,7 Kilometer from KSC. Ja, guck mal hier, das scheint wohl Stage Recovery auch was zu damit beizutragen. Das heißt, wenn wir näher am Kerbal Space Center landen, bekommen wir mehr
mehr Geld zurück. Aber das ist wirklich nur das von dem Teil im Karte. Schade, ich hätte gehofft, dass da auch noch die, die Booster und Co. mit dabei sind. Na. Und wo? Kann ich das eigentlich noch irgendwo einsehen? Huch, nein. Configure, Stage Recovery hätte ich gerne, danke. Close. Oder wenn ich hier. Recovery complete. Also hier. Was recovered by Kirby Space Center. Distance Vessel was sehr weit. Okay, 24.193, okay. Ja. 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 AOC2D Press. Distance, Speed. Also es war weit weg, darum haben wir weniger bekommen. Die Geschwindigkeit war voll in Ordnung. Steht hier auch welche. Ah ja, hier. Sektikabler. Okay, das ist die. Das ist tatsächlich die Zwischenstage, die wir abgekoppelt haben auf halbem Weg. Beim Re-Entry. 3,88.000. Okay, das ist nicht schlecht. Cool. Das haben wir tatsächlich wiederbekommen. Das andere Ding, der Hauptbooster, da scheint wohl nicht wirklich wieder zurückgekommen zu sein. Oder war das der? Das kann ich gar nicht aufgepasst. Ist auch scheißegal. Wir haben unser Geld wieder. Das ist geil. Wir haben eine Menge Science, das ist noch viel geiler. Super geil. Das mit den Worten von dem Typ aus der Werbung zu sagen. Photovoltaik. Ich meine, wir wollten auf diese Panel hier hinarbeiten. Doch, das Ding ist eigentlich auch gar nicht schlecht, ne? 800 Gigameter. Ja, eine komische Maßeinheit. Da das nämlich eigentlich so nicht verwendet wird. Also, in der freien Wildbahn, sage ich mal. Zumindest habe ich es noch nie irgendwo gehört. Electric Charge 2,8. Radiator. Floodlight. Aha. Darkness Mr. Cosmos LED Floodlight. Small Light and Super Bright. Aha. Cherry Light. Solar Panel Mini. Und die C100 E-Battery. Aha. Was ist das? Aha. Boah, würde sagen, nehmen wir einfach mal das hier. Sobald wir das dann haben, oder genug denn, oder, ne, wie das dann fertig ist, können wir auch das, können wir doch eigentlich schon direkt mit dazu nehmen. Okay. Läuft. was haben wir hier noch? Separation Module. Basic Jet Engines. Ja, hiermit kann man dann, glaube ich, Helikopter machen. Helikopter, Helikopter, Helikopter. Okay, damit haben wir das Ding hier gemacht. Das hier werden wir, glaube ich, nicht mehr machen können. Refill Cube, Wilbur Curve, das mache ich irgendwann später. Oh, ich muss husten. Was machen wir dann mal jetzt? Rover Missions. Ich meine, wir haben noch nicht die richtigen Teile dafür. Satellites. Position a satellite in the polar orbit of Kerbin. Apoapsis 3 Millionen. Ne, 3,4 Millionen. Ne, doch. Runde 3,5 Millionen und 2 Millionen Meter. Inclination 90 degrees. Longitude Ascension Node. Ja, das ist wirklich nicht so wirklich das Wahre. Remote Tag. Create a Network from Moon. Moon Communication Coverage 95%. Muss drei Tage halten. Bei mir ist wahrscheinlich dasselbe. Jo. Dark, das Magnetic Field. Lower Partei Orbit. Nee. Ja, so mittelmäßig.
Global Shuttle Mission. Huch. Beschreibung 22. Das ist ja toll. Beschreibung 6. Achso, warte mal hier. Geht da noch weiter. Aha, Unterordner, Unterordner, Unterordner. Das war toll. Okay. Es gibt eine ganze Menge STS-Missionen, so wie es aussieht. Wieder nach oben, wieder nach oben. Danke. The Space Shuttle Program originated in the late 1960s as a means of reduced cost of space flight by introducing Deutsche Sprache, Englische Sprache. The